So, willkommen Nintendo-Freunde, The Legend of Zelda Link to the Past, Folge 4 auf unserem Kanal. Und ja, in der letzten Folge, für die, die es nicht gesehen haben, haben sie was verpasst. Ich habe hier diesen Sandpalast erledigt und jetzt müssen wir da oben hoch, jetzt müssen wir hoch auf den Berg und da werden wir dann, ja, das dritte Amulett suchen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute sofort schaffen, weil da hochzukommen ist erstmal so eine Prozedur. Ich werde es versuchen. Wir werden sehen. Jetzt werde ich erstmal hier reingehen. Weil hier ist nämlich irgendwas. Die Prüfung in der Wüste hat dich stärker gemacht. In dir fließt sicher Heldenblut. Ja, danke. Bestimmt. So, okay. Also nochmal kurz gucken. Wir müssen da jetzt raus und dann müssen wir komplett nach oben hoch. Dann da lang, da lang, da lang zur Kathedrale. Da links müssten wir dann, glaube ich, lang. Ne? Ich glaube, das war so. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was dieses Dingen da ist, das sind so Special-Attacken, die man dann halt auch mit dem Buch machen kann. Aber so kommen wir da noch nicht hoch. Da brauchen wir erst so einen Teleport dafür, den wir natürlich ja, auch noch bald finden werden. Ach, jetzt kann ich euch ja meinen Geldtrick zeigen, ne? Also, aufgepasst. Hier unten ist eine, ja, ist ein Weg. Dort geht man rein und hier findet man immer 5, 5, 5, also insgesamt findet man hier 20, 35, 50 Rubine. Und das kann man so oft machen, wie man will. Na, also wenn man dann hinterher mal ein bisschen Geld braucht, also Rubine, dann geht man da wieder rein und sammelt die ganzen Sachen einfach normal ein. Also so, das ist so mein kleiner Geldtrick für euch, den ich ja, glaube ich, in der ersten Folge habe ich das gesagt. Ja, ich glaube schon. Und ja, das ist mein kleiner Geldtrick. Ist meine Oma damals drauf gekommen. Auf jeden Fall richtig gut. So, jetzt müssen wir aber erstmal da hoch. Okay, schwimmen kann ich ja noch nicht. Da fehlen mir ja noch diese Zora-Flossen. Die ich außerdem für 500 kaufen muss, fällt mir gerade mal ein. Komm mal her, du Fee, ich will dich sammeln. Komm her, komm her, komm, 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 komm her. Zack. Okay, da lang. Dann hier hoch über die Brücke. Und dann hier lang. Und hier ist ein Friedhof, wo hinterher auch noch was ist. Da ist die Kathedrale. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier hoch. So, das ist so ein komischer Elektrokaktus. Den müssen wir erst betäuben mit unserem Bumerang. Und dann, erst dann, kriegen wir den kaputt. Weil wenn wir vorher machen, sind wir hier, kriegen wir so ein Gewicht hier mit unserem Schwert. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Hey, was geht? Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du auf dem Weg zum Berg bist, bitte ich dich, begleiten zu dürfen. Ich habe nämlich meine Lampe verloren. Ja klar, ne? Komm mal mit auf den Freimann. Oho! Okay, doch nicht da lang. Auf
Vorsicht, da sind tiefe Löcher im Boden. Laufe lieber rechts entlang. Okay. Bist du auch auf dem Weg zum Berg, um nach der goldenen Macht zu suchen? Dieser Berg liegt direkt vor uns, aber ich möchte dir einen guten Rat geben. Viele sind bei der Suche nach der goldenen Macht schon spurlos verschwunden. Hör auf meinen Rat und gib deinen Plan auf. Ich meine es nur gut. Ja, du kannst auch gerne hier bleiben und dann kannst du gucken, wie du hier rauskommst und ich laufe zum Berg und hol die goldene Macht. Geh lieber nach rechts. Weißt du, ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Der König ließ sie auf seine Burg verschleppen und sie kehrte nie zurück. Sicher steckt der Zauberer dahinter. Es ist Teil seiner bösartigen Pläne. Ich vermute, Arganim versuchte durch die Entführung der Mädchen, die Nachfahren der sieben Weisen sind, sich ihre besonderen Kräfte zunutze zu machen. Verdammt, der nicht wusste, wo es lang geht, wusste der ganz schön, wo es lang geht, ne? Die vermissten Mädchen sind bestimmt noch am Leben. Ich glaube fest daran, dass eines Tages ein Held erscheint, der sie befreien wird. Entschuldige, dass ich so viel rede, aber vielen Dank, dass du mir so freundlich geholfen hast. Noch etwas, falls du in einem magischen Teleporter gerätst, dann schaue in diesem Spiegel. Cool. Du hast einen Zauberspiegel. Er ist klar, blau und schön, aber was ist das? Fühlst du, wie etwas versucht, dich in eine andere Welt hineinzuziehen? Ja, das ist dieser Zauber, das ist dieser Teleporter-Spiegel, von dem ich gerade geredet habe. So, einmal hier hoch. Zack. So. Jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter. Jetzt müssen wir hier hoch. Und jetzt rennen wir da mal hoch. So, da oben ist so ein Herzteil. Da kommen wir später dran. So, da ist dieser Teleporter, von dem der gerade gesprochen hat. Und dahin ist auch einer. Ja, okay. So, also, wir müssen jetzt in diesen Teleporter rein. Dann kommen wir nämlich in eine andere Welt. Das ist nämlich... Ja, genau. Jetzt sind wir hier bei dem Hasen. So, jetzt reden wir erst. Bounce, bounce. Hallo, du Hasenfuß. Ich muss dir was erzählen. Sperr die Löffel auf. Das Böse hat diese Welt fast identisch mit Hyrule erschaffen. Das, was das bedeutet, das heißt, zu allen und jedem in Hyrule gibt es ein Gegenstück in dieser Welt. Die goldene Macht verwandelt jeden, der in diese Welt kommt, in sein wahres Ich. Ich zum Beispiel ändere ständig meine Meinung, so wurde ich zu einem Ball. Die Mondperle aber hilft dir, deine ursprüngliche Gestalt bewahren zu können. Was willst du hier? Bildest du dir ein, du Hasenfuß, kannst du mehr ausrichten als ich? Ich suchte die goldene Macht und was ist aus mir geworden? Ich kann nicht mehr zurück. Wenn ich nur die Mondperle aus Heras Turm hätte, dann könnte ich mich zurückverwandeln. Ist doch kein Wunder, dass ich so gereizt bin, oder? Nun, lass mich endlich in Ruhe. So, hier ist nämlich dieser... Jetzt können wir nämlich den Spiegel benutzen, dann in diesen Teleporter. So, und jetzt bin ich genau auf eine Ecke gekommen. Ist natürlich doof. So, mit dem habe ich ja gerade schon geredet. Der ist ja gut jetzt. Na, jetzt schießt er da Dingen auf mich. So, und ich gehe jetzt hier hin. Dann mache ich den Teleporter. Und jetzt bekomme ich aber nämlich dieses Herz. Ihr seht es hier. So. Eins sag ich euch, ne? Wenn ihr auf so Bergen das Ding da, den Spiegel da habt, ne? Dann springt da ja nicht runter. Wisst ihr auch warum? Weil es gibt Stellen, da kommt ihr nämlich gar nicht mehr an solche Teleporter ran, ne? Und dann habt ihr den Teleporter, der ist weg. Wisst ihr, was ich meine? Immer wieder reingehen und eine Stelle suchen, wo ihr auch wieder locker flockig drankommt. So, aber ich muss das jetzt sogar mal machen.
Ah, hau ab, ich will nicht nochmal mit dir reden. So. Ich muss das jetzt nochmal machen, weil ich muss nämlich auf der anderen Seite runterspringen, weil ich für... So, zack. Ich muss auf der anderen Seite nämlich runterspringen. Weil sonst komme ich nämlich nicht zu dem Turm mehr, seht ihr? So, und jetzt gehen wir über diese Brücke. Und jetzt zeige ich euch was. So, hier haben wir nämlich so eine Statue, die ich gerade am Anfang euch gezeigt habe. So, und jetzt bekommen wir nämlich unser erstes so extra Special-Attacke. Halte das Masterschwert hoch und du wirst das Luftmedaillon bekommen. Okay. Gut, jetzt bekommen wir es noch nicht. Erst wenn wir das Masterschwert haben. Okay, mein Fehler, Freunde. Manchmal bin ich auch doof. So, dann würde ich sagen, ne, willkommen im dritten Tempel. So, wie war das hier nochmal? Ah, da muss ich auch nochmal überlegen. Also so genau habe ich das jetzt auch nicht mehr im Kopf. So, Bomben! Wofür die Bomben sind, das werdet ihr hinterher noch sehen, weil hier sind die manchmal ganz wichtig. Da-da-dan, da-da-dan. So, die Dinge auch ekelhaft, Freunde. Ekelhaft, diese Dinger. Ich sag es euch, ne? Komm, komm. So. Zack. So, genau. Das musste ich ja so machen, weil ich dann nämlich, glaube ich, runterspringen muss. Auf der Ecke. War das diese Ecke? Das war nicht diese Ecke. Okay. Zack. So, dann wäre es mal eine Karte. So, diese kleinen Dinger, die könnt ihr euch schon mal merken, weil so groß. Das Dingen in groß, das ist ein Endgegner. So, jetzt habe ich hier wieder die ganzen Platten. Und da kann ich jetzt auch nichts gegen machen. Die sind jetzt einfach da. Zack. Was ist denn mal hier mit dem Herz? Ja, danke für nichts. Wuhu. Boah, ich brauche ein Herz, ne? Zack. So. 2, 3, 4. Hier ist schon der Masterschlüssel. Zack. Da nicht lang, da nicht lang, da nicht lang, da nicht lang. Okay, 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 wartet mal. Das geht. Zack. Hahaha, ja, guckt ihr, wa? Das guckt ihr, wa? Zack. Geh da hoch jetzt. So. So.
Oh oh. Gleich kaputt. Herzchen, bitte. Einmal. Komm her. Komm, 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 komm. Oh, oh. Nein! Ah! Ja, Freunde, jetzt kommt die Fee zum Einsatz. Ah, du Ekeltier! Kompass! Ach ja, genau. Ich muss erstmal die Treppen hoch und dann kann ich dann nämlich runterspringen. So war das. So war das, 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 ja, so war das. So war das. Nee, so war das nicht. Aber so in der Art war das schon richtig. Warte, jetzt willst du nicht runter, ich helfe dir. Dir auch, hier, zack. Was ist denn hier los? Ich glaube, jetzt falle ich ganz runter. Nee. Ha, jetzt hat gepasst. Da ist die Mondperle, Freunde. Jetzt verwandle ich mich nicht mehr in ein Häschen. Okay, da oben war was mit Bomben. Jetzt gucken wir mal, ob wir die ja aufkriegen. Zack. Nein. Auch nicht. Okay. Also nicht jede Stelle wird automatisch ein Bombenplatz. So, der Herzchen lassen wir mal. Gut, jetzt kommt der Gegner, Freunde. Den kriegen wir noch hin. Aber es könnte passieren, dass ich jetzt des Öfteren hier runterfall. Weil ihr seht da, diese Schlange, die rastet aus. Und ich muss hinten den Schwanz treffen. Aber wenn ich den vorne treffe, dann, ja. Könnte passieren, dass der mich hier runterschleudert. Ich gehe da zwar nicht kaputt, aber... Schauen wir erstmal. Oh, wow, wow, wow. Und irgendwann zum Schluss rastet der auch richtig aus. So, das sieht noch gut aus, das sieht noch gut aus, das sieht gut aus. Nein! Ja, seht ihr? Zack. Jetzt falle ich natürlich nicht einmal runter. Ne, jetzt falle ich natürlich die ganze Zeit runter. Jetzt kann ich den ganzen Weg da wieder hochlaufen. Aber der ist, glaube ich, noch angeschlagen. Ja, ja, ich glaube, der ist noch angeschlagen. Da wird sich nichts geändert haben. Ja, mein Gott, so schlimm ist es jetzt nicht. Ne, also. Dann fällst du da mal runter, dann gehst du da wieder hoch und dann passiert. Ne, ist ja nicht so schlimm. Und aushalten tut der Kunde viel, ne? Jetzt gleich wird er, seht ihr, der wird doch immer schneller. Jetzt gleich wird er böse. Jetzt wird er böse. Jetzt wird er stinkig, ne? Jetzt wird er stinkig. Oh Gott, oh, jetzt bin ich ja wieder runtergefallen, ne? Jetzt lass mich ja hier oben, ey. Gut, so. Erstmal wieder zwei Herzchen mitnehmen hier, freien Mann. Zack, zack. Jetzt haben wir ihn mal gleich, Freunde. Jetzt haben wir ihn gleich. Der kann nichts mehr ausrichten gegen uns. Guck mal, wie schnell der ist. Oder auch nicht.
Also ich glaube, dann regeneriert er sich doch, der böse Wicht hier. Oh, habe ich aber daneben gefehlt. Ah, jetzt rastet er aus. Jetzt rastet er. Oh. Ah. Ja, ein Schlag noch. Oh, bitte. Oh. Oh, ich treffe ihn nicht. Oh, komm zurück. Ja. Bam, 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 Junge. Zack, Herzchen. Und das dritte Amulett. Du hast das Amulett der Weisheit errungen geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und suche das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. So sieht's aus, Freunde. Das werden wir natürlich in der nächsten Folge machen. Und wir werden in der nächsten Folge hier das Masterschwert holen. Denn ich werde auch in der nächsten Folge für 500 Rubine die Zora-Flossen holen, damit wir ein bisschen paddeln können. In dem Sinne, Freunde, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Oben, nach oben. Nach oben. Ja, Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, alles andere auch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.